Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von On Real Road. Jetzt hätte ich beinahe eure Truck Simulator gesagt, muss ich mal aufpassen. Oh, ich bin so heiß drauf, ich freue mich also auf meine erste Tour. Man muss jetzt auch sagen, ne, hier, wir haben nur noch 1743, also wir sind echt arm dran. Und wir müssen schauen, dass wir das hier jetzt vernünftig über die Bühne bringen. Motor an. So. Genau, machen wir Gang rein. Also. Das ist schön. Scheinbar wird für uns die Route selber von... Achso, man kann sie aber auch... Ah, okay. Man kann sie umplanen. So. Okay, wir fahren als erstes zum Logistik-Hub. Das macht am meisten Sinn. So, schauen wir mal. Dann würde ich sagen... Ach du Scheiße. Das ist da oben. Ich dachte hier irgendwo hier unten. Na gut, okay. Ja, dann fahren wir weiter nach... Ja gut, wir könnten natürlich dann bei dem Laden hier schauen, was wir noch mitnehmen können. Ah, das ist cool. Hier sieht man auch dann den aktuellen Zustand. Ne? Wenn wir jetzt hier ausladen, dann haben wir 4100, 46% Ladekapazität. Man muss dann natürlich immer schauen, dass man ja, eine sinnvolle Fahrt hat, sozusagen. Ne? Dass man nicht irgendwie leer rumfährt. So. Aber wie kann ich jetzt nachschauen, was ich jetzt aktuell geladen habe? Geht das irgendwie hoch? Ich kann jetzt nur vermuten. Mal so spontan würde ich ja sagen, hey, lass uns noch was von hier mitnehmen dann. So, zum Beispiel hier noch Hundefutter. Ja, ich habe keine Ahnung, wie unser Zustand... Warte mal, kann man das hier vielleicht sehen? Ich habe keine Ahnung, wie unser Zustand derzeit unseres Fahrzeugs ist. Also wir dürfen 8750 Kilogramm mitnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel weiß, okay, mehr darfst du nicht. Aber wir können es ja mal grob überschlagen. 800.200, 1.500, 1.800, 2.100... wow. Wir müssten eigentlich... voll drüber sein. Oder? Nee. Dann, ja, könnte vielleicht sogar ganz knapp passen. Aber jetzt interessiert es mich mal. Kann ich jetzt hier, warte, warte mal. Diese Marke, die mit dem Fahrzeug. Aha. Komisch. Ja gut, hier kann ich dann wieder annehmen, weil ich ja da wieder was abgelade, ne? Aber hier so jetzt irgendwie geht wohl nichts mehr, weil... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir fahren einfach mal. So. Wir fahren einfach mal. Okay. Jetzt haben wir zum Glück ein Navi an. Rechts. Oh yeah. Aber das meine ich hier, ne? Die Sonne, die blendet so ein bisschen. Die geht mir gerade auch echt auf den Senkel. Ich will jetzt gerne so eine Klappe runter machen, aber auf der Straße, das bringt natürlich nichts. Ich habe auch heute leicht Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... Oh, was haben wir hier für eine hässliche Kreuzung? Oh, nee, da ist ein Unfall. Oder so ähnlich. Ich will jetzt spontan sagen, hier, das Auto kommt nicht vorbei. Mal gucken, wie wir jetzt da vorbeikommen, ne? So, wieder die... Ja, mach die Kreuzung dicht. So wie im echten Leben.
Das ist das Problem, was ich oft gelesen habe, dass die Ki teilweise ziemlich dämlich ist. Muss man noch beheben, das ist klar. So, wie kommen wir jetzt da rum? Und fahren wir hier jetzt so vorbei? Geht schon. Das ist knapp, aber es geht. So. Keine Ahnung, wie wir hier vorbeikommen sollen. Weil wir könnten hier vorbeifahren. Da müssten wir eigentlich durchpassen. Oder? Ja, es ist ein bisschen eng. Warte. Aber da wäre. Ne, da ist so ein Pfosten. Oh. Daher gut gemacht. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie durchpassen. Oh, Millimeterarbeit geht schon. Das Blöde ist, dass jetzt auch noch ein Transport danach gerückt ist. Müssen wir jetzt hier durchfahren. Stellt euch das mal im echten Leben vor, Alter. So, gerettet! Okay, Gas. Um einen Auftrag zu erledigen. Schauen wir mal kurz auf M. Ja, jetzt wird es hier wieder gehen. Aber ja, ich weiß nicht so genau, wie das läuft. Jetzt würden wir hier sieben. Also wir müssten. Entweder haben wir jetzt. Warte mal. Ja, jetzt ja. Doch, jetzt können wir es ausrechnen. 1000. Hier steht es ja immer ausgerechnet. Wir wissen es ja gar nicht hier. 1200 plus 7700. Also wir würden. Wir sind im Rahmen. Also es ist wirklich so, dass wir aktuell im Bereich sind, wo wir uns mit dem Truck bewegen dürfen. Und ich vermute mal, wenn wir jetzt noch einen Auftrag annehmen würden, müssten wir wahrscheinlich zurückfahren. Aber wir könnten, wenn wir hier abgeladen haben, hier nochmal was mitnehmen, was ja so um die 1200 schwer ist. Warte mal. Hier. Nach Bremen. Schauen wir mal. Wo mal Bremen? Da hinten. Das könnte man dann hier so mit einem Abstecher machen. Das würde gehen. Das ist auch noch mit. So. Ich bin mal gespannt, ob das Gewicht eine Rolle spielt beim Fahren. Das wäre natürlich interessant. Ob dann wirklich das Fahrzeug sich schwerer fährt. Bei ETS ist es ja schon so ein bisschen, ne, dass er dann schon ziemlich schwer geht. Dann denke ich mal, wird das hier auch so sein. Aber hier ist natürlich so, wir haben hier einzelne Paletten. Das ist natürlich nochmal ein bisschen anders zu berechnen als wie bei Euro Truck Simulator, weil da hat er einfach einen Hänger voll. Mit irgendwelchen Utensilien. Boah, das ist schon krass hier mit den Blenden, ne? Boah, Alter. Geil. Hammermäßig. Gefällt mir gut. Das ist realistisch. Das sind so Beschwerden, die man als Fahrer halt nun mal hat. Das sind so Sachen, die wo man so als, wenn man kein Fahrer ist oder sowas, woran man nicht denkt, ne? Wo man sagt, das ist problematisch nie, also kann ich es ja auch nicht wissen, ne? Und das ist halt wirklich richtig nice hier. Toll, jetzt ist es cool. Das ist das, wo man sagen kann, okay. Im echten Leben hat man dieses Problem nun mal auch. Ne? Wenn die Sonne tief steht, die blenden ein bis zum geht nicht mehr und man sieht nichts mehr und man weiß nicht, wo die Fahrbahn ist. Das ist oh, schrecklich. Aber so ist das. Gehört dazu. Was ist das hier für eine Kreuzung? Ich fahre hier einfach drüber. Ah, ist noch gesperrt. Das finde ich auch cool. Ne? Die aktuellen Straßen sind noch gesperrt, weil die noch nicht fertig sind, also noch nicht fertig entwickelt. Super cool gelöst.
So, müssen wir hier rechts abbiegen, dann sind wir gleich da. Das ist geil, wir fahren durch in der Stadt, ne? Wir haben tausend von Ampeln und Situationen, wo man immer denkt, oh, ne? Das ist geil. Ja, oh! Oh, weia! Boah! Was für ein Unfall! Habt ihr das gesehen? Boah, krass! Voll frontal! Nein, er wollte links, der andere rechts. Ach du Scheiße. Wir gehen mal schnell hin. Gucken, ob wir helfen können. Boah. Aber mal richtig gebumst hier, ey. Wahnsinn. Von Brutto. Sehr gut. Hier, der will gleich Fahrerflucht begehen oder liegt leblos da drin. Alter Falter. Der hat's drauf. Also wirklich. Die haben's geschafft. So. Na gut, wollen wir weiterfahren. Wir sind ja nicht sensationsgeil, ne? Oh. Mal aufpassen. Ja, sind zwar schon drüber gefahren, ne? Aber... zu schnell. So. Entschuldigung, da hinten. Ich bin Dienstleister. Oh, was haben wir hier? Laterne mitten auf der Straße. Aha. Ah, hier. Hier ist er doch schon. Da müssen wir ran. Oh, das ist auch geil. Hier so mit der engen hier. Wenn man hier mit dem Sattelzug... Ja, also mit dem kurzen hier ist jetzt kein Problem. Aber was macht man mit so einem riesen Zug, ne? Scheiße. Muss man erst ein Gefühl für kriegen. So. Bestätigung 0. Gut, gibt's noch nicht. Ne? Also wie gesagt, Bestätigung gibt's noch nicht. So, was kriegen wir? 112. Hat sich gelohnt. Naja, wir sind ja, war ja nicht weit. So. Ich will mal ganz kurz gucken. Was haben wir jetzt geladen? 7600. Wenn wir das hier abladen, genau, das haben wir ja jetzt gerade mitgenommen, das haben wir ja gesehen. So, ne, warte, Bremen, das haben wir mitgenommen hier. Oder war doch das? Genau, Bremen würde ich allerdings, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ach so, jetzt will er als erstes, nee, das ist Schmarrn. Also, wie fahren wir denn jetzt? Wir fahren jetzt als erstes nach Dortmund. Das ist ja auch Dortmund, ist ja Quatsch. Von Dortmund wegzufahren und dann wieder da. Dann fahren wir nach Bremen und dann zur A7 West da oben hin. Genau. 7600 plus die 900. Da sind wir fast schon drüber. Aber wir sind noch im Bereich des Erlaubten. Schön. Haben wir gut logistilisiert. Wenn es das Wort überhaupt gibt. So, dann gehen wir Gas. Fahren wir jetzt auf die Autobahn. Da zeige ich euch das nächste, was ich richtig, richtig toll finde an diesem Spiel. Was ich sehr schade, aber bei ETS finde. Sehr schade. Und das ist etwas, was mich mega stört. Man fährt so viele Stunden auf der Autobahn bei ETS, ja. Und dann hat man so... Ja, ich zeige euch, was ich meine. Dann hat man solche Autobahnen. Ja, ich könnte mit dem Spiel echt warm werden. Also, wir werden auch... also, ich werde jetzt nicht so viele Folgen jetzt heute schon drehen. Also, ich drehe ja normalerweise immer gleich 10, 20 Folgen am Stück oder so. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Um dann Luft für das nächste Projekt zu haben. Das kann ich hier jetzt nicht machen, denn das Spiel wird ja momentan regelmäßig geupdatet und es macht keinen Sinn, wenn ich dann in 3 Monaten das Update zeige, was in nächster Woche kommt. Deswegen muss ich da immer rechtzeitig Stopp machen. Wir machen jetzt hier, ich mache hier die Tour fertig und dann ist da auch für mich erst einmal Schluss, bis das Update rauskommt.
Und das nächste, das soll ja bald kommen. Hier steht auch eine Stange, mitten auf der Straße. Das wäre etwas, was man den Entwicklern vielleicht mitteilen kann. Servus. Battle oder was? Ah, ich hab mehr geladen. Nicht stehen bleiben. So. So, ich habe natürlich keine Ahnung, wie Berlin aussieht, ja. Also, ich denke mal, dass der ein oder andere hier sein Haus vielleicht erkennt. Zumindest erkennt man wahrscheinlich den Fernsehturm, den wir vorhin da hinten gesehen haben. Oh, muss ein bisschen aufpassen mit dem Fahren. Oder was das für ein Turm da hinten ist. Stuck on the road. So, okay. Ich glaube, hier müssen wir links auf die Autobahn. Oh, Achtung. Ja, der Blinker geht auch manchmal aus, wie er will. Ich glaube, dass da auch noch das Feintuning nötig ist. Oh, man sieht nichts. Wenn wir die Augen zukneifen, damit man mehr sieht, aber das bringt ja nichts. Schöner Fluss. Da haben wir ein Atomkraftwerk, kann es sein? Oder zumindest ein Kraftwerk. Ich sehe nichts. Jetzt bin ich gleich blind. Mal aus dem Ort raus. Was haben wir hier? Mittelstau. Ah, ist das geil. Oh, jetzt geht's wieder. Hab ich da einer was gesucht oder so? Auch der Verkehr, ne? Ist richtig viel Verkehr. Finde ich schön. Eine Tankstelle müssen wir tanken? Nö, müsste eigentlich reichen, ne? Was ist das für ein Vollspacken da vorne? Ah, da geht's links. Nur mal gucken, wo müssen wir lang? Mal rechts, geradeaus, ich weiß es nicht. Ah, geradeaus müssen wir. Ah, das ist schön. Das macht einfach Spaß. Es ist einfach. Es fühlt sich real an, ne? Und das ist eine Early. Das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, ja. Das, da kann man nicht drüber urteilen, wenn etwas noch nicht perfekt ist. Sowas wie, keine Ahnung, wenn wir die FPS droppen oder. Wenn die Lenkung vielleicht ab und zu mal ein bisschen komisch ist oder irgendwie sowas, ne? Das ist ja okay. Ich meine, dafür ist ja die Early da, damit man das schon spielt und dann vielleicht den Entwicklern den einen oder anderen Fehler mitteilt. Und dann können sie es beheben und dann, ich glaube, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dass sie ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel hier rausbringen werden. Und ich freue mich schon sehr drauf, das fertige Produkt im Juli zu spielen oder zumindest schon mal, dass die Fehler weg sind. Und ich freue mich sehr drauf, ein Teil davon zu sein. Jetzt kitzelt meine Nase. Ich hoffe, ich muss nicht gleich niesen. So. Jetzt zeige ich euch das, was mich am ETS stört. Was ich total schade finde. Was ich im ersten Moment gedacht habe, hä? Wieso so? Warum nicht anders? Das fand ich immer sehr seltsam. Und das sind nämlich die Autobahnauffahrten.
Die sind in ETS so scheiße. Ja, also, ich weiß nicht, wie man auf so eine behinderte Idee kommen kann. Hier eine schöne Straße und nicht dann plötzlich einspurig mitten auf der Autobahn. Hallo? Sonst geht's noch. Nein! Die Autobahn bleibt, diese Spur, die sie... Oh, das war knapp. Ich habe mein Leben vorbei rauschen sehen. Die behält die Spur, die sie aktuell hat und nicht wegen der Abfahrt wird sie dann weniger oder sowas. Außer sie hat 5 Spuren, dann ist es was anderes. Dann geht es meistens Autobahn zu Autobahn, aber im Normalfall, also ich weiß nicht. Was machst du denn hier? Vollbremsen auf der Autobahn oder was? Sicherung von heutzutage. So, jetzt sind wir auf der Autobahn und geben Gas. Und merkt, ich habe mit der Lenkung zu kämpfen. Kurz mit dem Tripad probiert. Ja, kann ich gleich in der Mitte an der Spur bleiben. Auch die okay, da ist gerade ein Auto gespawnt. Auch die Spiegelqualität, vor allem der untere, der ist so mies. Also das muss besser werden. Aber sonst, jetzt hier so auf der Autobahn, habe ich auch richtig viel FPS, also das ist schon... Ist gut. Warum fahren die eigentlich alle in der Mitte? Ist ja wie in echt. So, LKW hin. Auf geht's. Und PKW-Rennen. Das ist bestimmt hier ein Rennen drin. Ich habe ja keine Vorurteile, aber das ist meistens wahr. Was macht der da? Der bremst! Du musst Gas geben! Hat er sich nicht vorbeigetraut oder so? Jetzt mal ernsthaft, warum fährt der LKW auf der mittleren Spur? Oh, was macht der Sprinter da schon wieder? Komm mal rechts vorbei. Leute, schaut nicht zu viele Folgen von mir. Ich bin kein guter Autofahrer, zumindest nicht im Spiel. Im echten Leben mache ich sowas nicht. Jetzt gibt der Sack Gas. Ja, jetzt bremst er. Im echten Leben bin ich brav. Das Einzige, was ich manchmal mache, ist 10 km/h zu schnell fahren. Oder 20 manchmal. Das ist das Einzige, was ich tue. Aber das tut, glaube ich, eh fast jeder. Aber rechts vorbeifahren, das geht überhaupt nicht. Vor allem nicht so wie hier jetzt mit dem LKW. Ich meine, wenn da Stau ist oder sowas, rechts vorbeifahren, das ist nochmal was ganz anderes, aber... Oder wenn man rausfährt, ne, dann darf man das ja teilweise auch. Aber hier jetzt ist das natürlich ein No-Go, rechts vorbeizufahren. Vor allem nicht mit einem LKW. Stell dir das mal vor, LKW. Alter Falter. So, können wir rüber? Ja. Das frage ich mich. Warum fahren die alle mittig? Und keiner fährt rechts. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Key-Problem. Oh, das ist so eine Freifahrtstrecke für uns. Rechts geht. Oh. Alter. Der wollte es wissen. Gibt es eigentlich hier was mit Schlafen? Muss ich irgendwann mal schlafen gehen? Wie ist denn das? Oh. Ich hab den Motor ausgemacht. Scheiße. Warum geht er nicht? Autsch. Hallo.
Machen wir nochmal aus. Mitten auf der Autobahn. Ne, der geht nicht aus. Jetzt ist er aus. So. Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Täusche ich mich oder geht der Drehzahlmesser falsch? Der geht ja andersrum. Beziehungsweise der geht eigentlich gerade gar nicht so richtig. Wird ja auch nicht mal richtig angezeigt. Naja. Okay. Immer wenn ich die Hupe umstelle, dann passiert das. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Taste ist, wo man dann manuell stellt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich diese Taste erstmal nicht mehr anrühren. So, wie weit sind wir eigentlich? Oh je. Schau mal kurz auf die Karte. Wo fahren wir denn? Ha! Alter! Bis wir da sind, brauchen wir nochmal 3 Folgen. Ja, warte. Boah, das war geil. Mit dem Lens Flare hier so mit den Bäumen, ne? Hinter mir Riesenstau. Ha, jetzt fahren sie auf der rechten Spur. Komisch. Diese Hupe hier, das... Ja, guck mal, die Hupe drückt sogar hier. Schaut mal, unten im Lenkrad. Na, geil. Oh, hui! Hey! Brems mal! Wow, hinter uns ist gerade ein Auto gespawnt, gerade wo ich links rüber gefahren bin. Nicht so lustig. Aber so an sich fährt sich das total ruhig, finde ich. Also... Muss schon sagen. Wenn man irgendwann ein Gefühl für die Lenkung hat, ne, dann ist das eigentlich voll schön zu spielen. Schön. So. Vorsicht, ich darf nicht weggucken, während ich fahre. Dafür muss ich noch viele Stunden fahren, damit ich das im Spiel machen kann. Oh, Autobahnkreuz, geil. Super cool. Es fühlt sich ewig an, die Strecke. Das ist faszinierend. Ich weiß nicht, in welchem Maßstab eure Truck Simulator ist. Boah. Boah, das bounced hier gerade. Das war sehr hucklig hier. Aber das hier ist ja 1 zu 10, ne? 1 zu 10 ist schon... Da fährt man schon ganz schön lang. Also, das sind dann 100 Kilometer, sind dann 10 Kilometer. Ja, genau. Oder? Ja, genau. Also, das ist schon... Da fährt man schon ein bisschen. Also, wenn man eine Strecke hat von... Sagen wir mal 1000 Kilometer, fährt man erstmal 100 Kilometer. Das heißt, man fährt dann Zeit... Also, wenn man das in Zeit umrechnen würde, dann ungefähr eine Stunde. Gut, wir fahren jetzt 90... Also ungefähr so eine Stunde, 10, 15 Minuten. Das ist krass, ne? Für 1000 Kilometer, da muss man schon viele Stunden vor sich her tuckern, bis man am nächsten Ort ist. Boah, das war haarscharf.
Stark berechnet. Oh, ich würde das gerne mit dem Lenkrad oder mit dem Joypad spielen. Das ist bestimmt viel angenehmer, aber die Einstellungen gehen einfach nicht. Das, finde ich, müssen sie als erstes beheben. Und das ist auch der Hauptgrund im Steam, was die Leute stört. Dass die Blinker nicht richtig funktionieren. Oh, warte mal. Was ist denn da los? Okay, geht. Ich wollte gerade sagen, hier sieht ein bisschen nach Stau aus. Ich würde gerne smoother lenken. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe es euch gefallen, bitte vorher so Like da lassen. Und nächste Woche, nächste Folge. Und dann sollte es in der vierten Folge wieder ein Patch geben. Und dann können wir den dann auch gleich mal vorstellen. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage tschüss. Ciao, ciao. Winkel, winkel.